Das ist gut gesagt. Dass es eigentlich kaum einen geschichtlichen Herrscher vor der Moderne gibt, der dermaßen von Mythen und Legenden überwuchert ist wie Richard Löwenherz. Also in so starkem Maß, dass man auf den ersten Blick eigentlich kaum noch unterscheiden kann, was jetzt wirklich Mythos und was Realität ist. 6. April 1199, der Todestag des englischen Königs Richard Löwenherz. Dieser Mann hatte alles. Richard der Erste, König von England, Sohn Heinrichs des Zweiten. Das ist König Richard, der von den Kreuzzügen zurückkehrt. Er hatte alle Skills, die ein Mann des 21. Jahrhunderts braucht. Um ein Land zu regieren, muss man lernen, das Volk zu begreifen. Er hatte ein Feeling für das Angesagte, für das, was die Leute haben wollten. Es ist alles hier, was wir brauchen. Helme, Rüstungen, Schwerter. Er hatte die Fähigkeit zuzuhören. Du bist tapfer und ehrlich. Bist du auch ehrlich genug, einem König zu sagen, was er nicht hören will? Er hatte Anziehungskraft auf seine Follower. Euer Volk wird jubeln vor Glück über eure Rückkehr. Ein Verständnis davon, was Trend werden würde. Er brachte es fertig, dass alle Welt von ihm sprach. Ich werde mein Bestes tun. Ich will, dass mich das Volk liebt und mich niemals vergisst. Er hat es drauf, sagt sein Biograf Dieter Berg, Stories zu droppen. Dafür zu sorgen, dass Menschen schon früh Ruhmeslegenden über ihn verbreiteten, die nicht immer mit dem echten Leben übereinstimmten. Er hat sie selber gefördert und hat also dafür gesorgt, dass Troubadours, die er selber bezahlt hat, entsprechende Heldenlieder über ihn geschrieben haben. Also man würde modern sagen, er kannte die Rolle von PR. Dieser Mann hatte alles, was ein Mann des 21. Jahrhunderts gut gebrauchen kann. Alles, was ein Mann des 21. Jahrhunderts als Influencer drauf haben muss. Er brauchte, sagt der Wiener Historiker Professor Robert Tarek Fischer, nicht einmal einen optischen Filter. Optisch war er ein ziemlich großer Mann, über 1,86, nach dem, was man weiß, durch seine vielen Feldzüge körperlich auch ziemlich gut durchtrainiert, zumindest in jungen Jahren. Und er hatte helles Haar, rötlich blond und sah angeblich auch ziemlich gut aus. Richard Löwenherz. Seine Follower heißen damals Untertanen oder Gefolgsleute. Seine Pranks nennen sich Kriegslisten oder Taktiken. Die Posts, das sind die Heldenlieder. Er ist eben kein Mann des 21. Jahrhunderts. Er ist ein Mann des 12. Jahrhunderts. Geboren am 8. September 1157 in Oxford. Gestorben am 6. April 1199 in Chalut. Heute vor 825 Jahren. Wie starb mein Bruder Richard? Im Gefecht, Eure Majestät, seiner Natur gemessen. Richard stirbt, weil die Menschen im Mittelalter Wunden nicht wirksam desinfizieren. Am 26. März ist der Krieger und Haudegen Richard mal wieder an vorderster Front. Hashtag wir gegen die Franzosen. Er und seine Leute stürmen eine Burg. Ein französischer Armbrustschütze zielt sehr genau. Der Pfeil dringt in den Hals des Königs ein. Ich habe den König getötet, ruft der Schütze. Fake News. Richard lebt. Erst 10 Tage später stirbt er, eben am 6. April 1199. Wundbrand, wie es damals heißt. Die Wunde hat sich infiziert. Der König ist tot. Das ist eine der gesicherten Tatsachen, die sich aus all den Heldenmythen herausfiltern lassen. Tot. Tot. Die ungefilterten, trockenen Fakten. Richard war der dritte Sohn des englischen Königs Heinrichs II. Und wurde nach Machtkämpfen und Familienstreitigkeiten selbst zum König, weil seine älteren Brüder gestorben sind. Die Eltern von Richard Heinrich II. Und die ja auch sehr bekannte Herzogin Eleonore von Aquitanien gaben ihren Söhnen und damit auch Richard eine sehr umfassende Bildung mit auf den Weg, was zu damaliger Zeit durchaus nicht der Regelfall war. So war Richard imstande, fließend Latein zu sprechen. Also das war in damaliger Zeit auch noch für sich nur der Geistlichkeit vorbehalten. Sein Reich erstreckte sich weit über das Königreich England hinaus. Ich habe ganz England und halb Frankreich zu regieren. Das Angevinische Reich. So wird es heute genannt. Es ist die Bezeichnung für den Landbesitz der Dynastie Richards. Zum Besitz zählte neben England die gesamte westliche Hälfte Frankreichs. Ich habe viele Feinde. Ich kann nicht durch die Welt gehen wie ein Träumer. Zu diesen Feinden gehörte immer mal wieder Philipp, der französische König. Die beiden sind zunächst Verbündete beim dritten Kreuzzug. Im Mittelalter sind solche Kreuzzüge eine beliebte Methode unter christlichen Herrschern, den göttlichen Segen zu erlangen
Wir befreien das heilige Land von den Muslimen und jede Menge Beute zu machen. Zentral ist da die Vorstellung, dass ein Kreuzfahrer, der also im Kampf stirbt, ins Paradies eingeht. Zweites Element, man kann sich auf dieser Unternehmung als Ritter bewähren. Das heißt Ehre und Ruhm gewinnen, was genau auch passiert ist bei Löwenherz. Zum Angriff! Richards Ernte bei diesem Kreuzzug erstens, ja, großer Ruhm. Zweitens, das Entsetzen der Nachwelt. Drittens, Ärger. Die damals arabische Hafenstadt Akkon ist schon seit 2 Jahren von Kreuzrittern belagert, als Richard Löwenherz im Juni 1191 eintrifft. Er und seine Krieger brauchen nur 3 Tage, um die Mauern der Festung zu stürmen. Das bringt ihm den Ruhm. Später lässt Richard an die 2700 muslimische Gefangene hinrichten. Männer, Frauen, Kinder. Zum Entsetzen zumindest der Nachwelt. Und vielleicht auch zum Entsetzen einiger Zeitgenossen. Als wir auf euer Geheiß 2500 muslimische Männer, Frauen und Kinder zusammentrieben, lag vor mir eine junge Frau. In ihrem Blick lag weder Angst noch Wut. Nur Mitleid. Weil sie wusste, wenn wir euren Befehl erhalten und unsere Schwerter auf ihre Häupter niedergehen, in diesem Augenblick würden wir gottlos sein. Wir alle. Drittens, der Ärger. Richard hat Akkon nicht allein erobert. Philipp war dabei, der französische König und Herzog Leopold V. von Österreich. Philipps Leistung erkennt Richard an. Aber die eines einfachen Herzogs? Richard lässt die Flagge Leopolds von der Festungsmauer, auf der sie flattert, herunterreißen und in den Staub treten. Übler kann damals der eine Herrscher den anderen nicht beleidigen. Und ich sage, schlagen wir zurück! Als Richard sich mit einer Handvoll Leute auf den Heimweg macht, lässt Leopold ihn kidnappen und in den Kerker werfen. Die Geschichten, die sich nun unter seinen Followern, also seinen Gefolgsleuten, verbreiten, drehen sich um die Frage, wo ist Richard? Erst später wird herauskommen, dass er in österreichischen Verliesen sitzt und später in der Gefangenschaft des Kaisers und offenbar Gedichte verfasst. Zwar redet ein Gefangener, übermannt von Not und Pein, nicht eben mit Verstand. Nun dichtet er, weil so das Leid erbannt. Freund hab ich viel, doch keiner reicht die Hand. Jetzt ich schon zu ihrer Schand 2 Winter hier in Haft. Tatsächlich kommt Richard erst nach 2 Jahren wieder nach Hause. Er hat sich selber während dieser Haft intensiv um seine Freilassung bemüht. Es geht um Geld. Und es ist ein furchtbares Gefalsche um Summen um 100 und 150.000 Mark. Das sind Unsummen in dieser Zeit. Seine Untertanen haben diese Unsummen, dieses gigantische Lösegeld locker machen müssen. Löwenherz ist müde. Jeder Mann in eurem Heer vergöttert euch, euer Majestät. Dieser Mann hatte alles, was ein Influencer des 21. Jahrhunderts drauf haben muss. Vielleicht ist auch seine damalige Beliebtheit nur eine spätere Übertreibung? Beliebt ist dieser Mann ganz sicher bei Drehbuchautoren des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit wird Richard zum König der Kinos. Meist im Zusammenhang mit einer erfundenen historischen Figur, mit Robin Hood. Ich weiß, wie schwer es sein muss, der Freund eines Königs zu sein. Und das vor allem, weil wiederum im 19. Jahrhundert ein gewisser Sir Walter Scott 2 Erfolgsromane schreibt. Ivanhoe 1820, The Talisman 1825. Robin Hood und eben auch Richard Löwenherz bewegen sich als mehr oder weniger gute Verbündete in allen möglichen Variationen über die Leinwände. Der Gegenspieler ist stets der angeblich fiese und unbeliebte jüngere Bruder Richards, Johann Ohneland. Der ist, anders als Robin Hood, nicht erfunden, sondern eine historische Figur. Sie kennen alle den Namen John Lackland. Heißt also, dieser jüngste Sohn ist nicht mit Land dotiert worden, hatte also daher Probleme. Es gab also praktisch seit der Jugend eine Rivalität zwischen diesen beiden Brüdern. Und Johann hat dann also praktisch konsequent nach dem Thron gestrebt. Johann Ohneland hat diesen Thron dann auch nach Richards Tod am 6. April 1199 bestiegen. Und er hat ganz anders regiert und war unbeliebt, angeblich. Das ist gut gesagt, Mutter. Richard gebot zur Treue nicht, indem er drohte, sondern sie vorlebte. Mutter, euer heiliger Sohn war ein Dummkopf. Er war alles andere als dumm, dieser Richard Löwenherz. Ich will, dass mich das Volk liebt
und mich niemals vergessen. Dieser Mann hatte dazu alles. Ich kann nicht durch die Welt gehen wie ein Träumer. Seid unbesorgt, Richard. Ihr findet schon einen Weg. Sei ein Influencer, das ist der Weg. Verbreite gute Stories, lass Troubadoure deinen Ruhm besingen. Wenn man es jetzt salopp und etwas unwissenschaftlich formulieren will, kann man ja durchaus sagen, dass die Troubadoure gewissermaßen das Radio des Mittelalters waren. Und dadurch verbreitet er natürlich Lobgesänge über sich selbst. This is the BBC, calling the world from London. Den Rundfunk, den kannte er noch nicht, aber die damaligen Verbreitungswege, die hat er meisterhaft genutzt. Er hat sogar eigene, heute würde man sagen, musikalische Clips dazu komponiert. Richard Löwenherz. Warum eigentlich trug er schon früh diesen Beinamen, Löwenherz? Weil er Richard, der Kriegerkönig, offenbar unfassbar mutig war in jeder Schlacht. Oder wie mancher Influencer das entsprechende Image vermittelt hat. Ein Chronist lässt uns wissen, dass Richard bekannt dafür gewesen sei, dass er das Schwert Excalibur besäße. Das unbesiegbare Schwert des Mythenkönigs Artus und dadurch selbst unbesiegbar sei. Das hatte durch die Realität einen gewissen Hintergrund, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte Richard schon in vielen Schlachten gesiegt und war schon in Westeuropa ein sehr berühmter und auch ja, gefürchteter Feldherr. Und deshalb Löwenherz. Diese Version ist wohl die wahrscheinlichste. Eine spätere Legende ist aber schöner. Ein mittelenglischer Versroman handelt davon, dass es Richard als Gefangener mit einem Löwen habe aufnehmen müssen. Dieser Löwe habe ihn in Richards Verlies angegriffen. Das ist eine Szene aus einer Verschronik des Peter von Langtoft aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts. Was passiert da? Hiernach soll Löwenherz vom deutschen König Modred, den hat es nie gegeben, das ist eine Fantasiefigur, gefangen genommen worden sein. Und der hat versucht, Löwenherz auf eine elegante Weise umbringen zu lassen. Löwenherz, dank riesiger Körperkräfte, kämpft mit dem Löwen, reißt den Rachen auf, stößt ihm den Arm also in den Hals und reißt das Herz heraus. Was meistens übersehen wird oder nicht genannt wird, er isst das Herz, blutend und warm. Heutige Influencer würden solche Stories nicht posten, wegen des Tierwohls. Damals kommt die Löwennummer an. Richard I., König von England, Sohn Heinrichs II. Nach seinem Tod, heute vor 825 Jahren, vergrößerte sich die Reichweite dieses mittelalterlichen Influencers. Jetzt ging es erst richtig los mit den Geschichten und Legenden über diesen Mann, über den Historiker wie Robert Tarek Fischer noch heute sagen, dass es eigentlich kaum einen geschichtlichen Herrscher vor der Moderne gibt, der dermaßen von Mythen und Legenden überwuchert ist wie Richard Löwenherz. Also in so starkem Maß, dass man auf den ersten Blick eigentlich kaum noch unterscheiden kann, was jetzt wirklich Mythos und was Realität ist. Aber das gilt nun mal für viele Influencer. Autor Wolfgang Mayer. Redaktion Matti Hesse. WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte.